Hallo und herzlich willkommen bei Inside Week. In diesem Video besprechen wir unser Handelsergebnis für Kalenderwoche 29. In Kalenderwoche 29 haben wir insgesamt einen Verlust in Höhe von 5040 Dollar generiert. Damit ist unser Drawdown gestiegen auf ca. 7,5% von unserem Konto. Wie dieser Verlust entstanden ist, das wollen wir uns gleich ansehen. Wie immer fangen wir mit dem Portfolio an, mit welchem wir Handelswoche 28 beendet bzw. in die Handelswoche 29 gestartet sind. Bei uns im Portfolio hatten wir eine Position auf dem Hauptkonto. Wir waren im neusinischen Dollar 8 Kontrakte Long und 880 Dollar im Minus. Und auf dem Kleinkonto hatten wir dieselbe Position, aber nur mit einem Kontrakt Long und 110 Dollar im Minus. So, wir fangen gleich mit dem Trade im neuseeländischen Dollar. Diesen haben wir abgeleitet vom mexikanischen Peso, weil der neuseeländische Dollar auf dem Tageschart bessere Trendstruktur aufwies, haben wir uns entschlossen, im neuseeländischen Dollar dann den Long Trade zu machen. Wir haben auch relativen Vergleich gemacht und haben auch festgestellt, dass neuseeländische Dollar hier braune Linie einfach stärker aussieht und deswegen haben wir auch den Trade im neuseeländischen Dollar gemacht. So, wie man hier sieht, wurden wir hier plangemäß getriggert. Es ging sofort gegen uns und unser Stopp war relativ schnell erreicht. Der Kurs hat gedreht, geht jetzt seitwärts. Für uns gibt es jetzt hier keine Möglichkeit oder beziehungsweise wir planen nicht hier in diesem Markt uns erneut zu arrangieren, weil das Problem ist, bei Währung zurzeit gibt es viele widersprüchliche Signale, die laufen nicht einheitlich und aus dem Grund werden wir diesen Verlust einstreichen und uns von Währung erstmal zurückziehen. So, wir sehen, dass wir denselben Trade auch auf dem Kleinkonto gemacht haben und dort haben wir 630 Dollar Verlust realisiert. So, next trade, Soybeanöl. Wir hatten drei Kaufsignale nacheinander. Was jetzt denn das Kaufsignal nicht unterstützt, ist der Seasonal Trend. Der ist hier nämlich fallend. Wir haben uns aber trotzdem in diesem Markt getraut und wir sehen, wir lagen hier mit unserem Timing vorerst richtig. Der Trade ist noch offen. Wie es ausgeht, werden wir noch sehen. Aber zurzeit sehen wir, dass sich hier eine neue Bewegung, impulsartige Bewegung Richtung unser Signal ausbaut und wir sind hier mit dabei. So, next trade Silber. Wir haben uns entschlossen, Metalle zu handeln. Wir hatten hier drittes Kaufsignal in Folge. Seasonal Trend war hier auf unserer Seite und Silber sah besser aus als Gold. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, in diesem Markt eine Position zu eröffnen. Wir sind hier aktuell mit zwei Kontrakten im Markt. Unser Kursziel ist hier relativ kurz gesetzt, weil, wie wir vorhin aufgezeigt haben, sind wir zurzeit in einer Verlustreihe und müssen, um den Drawdown nicht zu erhöhen, hier mit relativ kurzen Kurszielen arbeiten. So, nächste Trade, Nasdaq 100. Nasdaq 100 hat mir kein Kaufsignal, wir hatten in S&P ein Signal, aber Nasdaq sieht auf dem Tageschart einfach besser aus und wir haben uns entschlossen, dann Nasdaq zu handeln, weil die Märkte korrelieren miteinander und die Idee war, wenn S&P 500 steigt, dann wird Nasdaq auch steigen. Und haben uns hier dementsprechend long positioniert bei dieser Umkehrbar. Wie man sieht, nachdem wir getriggert wurden, ging der Kurs erstmal in die Korrektur. Aktuell kann man nicht viel dazu sagen. Wir erwarten, dass die Bewegung nach oben sich wieder fortsetzt und dass wir da relativ schnell unser Gewinn einstreichen können. Unser Plan für diesen Trade ist folgend. Wir werden hier den saisonellen Trend ins Betracht ziehen. Und zwar auf der Website insideweek.de kann man unter Seasonalitäten den Seasonal Trend auswerten für verschiedene Jahre 5, 10 und 15. Man geht hier auf Seasonalität, wählt den entsprechenden Markt aus, S&P 500 bzw. in unserem Fall war das Nasdaq 100. So, und dann drückt man auf den Knopf Show und wir bekommen hier saisonelle Verläufe für die letzten 5, 10, 15 Jahren und aktuellen Kursverlauf. Und wir sehen hier sowohl bei 10, bei 15 und bei
5 Jahren sehen wir, dass der saisonelle Trend hier anhält bis ca. 24. Juli. Das heißt, wir werden bis dahin in der Position noch bleiben und mit relativ kurzen Kurszielen arbeiten, weil wir sehen hier, dass nach dem 24.04. saisonal eher nach unten geht und der August insgesamt ein schwacher Monat für Indizes ist. Im gleichen Zuge möchte ich noch eine neue Sache aufzeigen, was wir auch in den statistischen Tool aufgenommen haben. Das ist TIDOM-Auswertung. Diese Auswertung ist etwas detailliert, als was wir jetzt bis jetzt bei Best Trading Time hatten. Und zwar, wenn man hier einen Markt auswählt, also nehmen wir jetzt S&P 500 und dann wählt man den entsprechenden Monat aus. So, dann bekommt man hier ausgewertet die TIDOMs. So, wir sehen die Gewinnverteilung, das ist ein durchschnittlicher Gewinn nach Handelstagen. Und wir sehen aber auch hier eine Matrix von erstmal Handelstagen von 1 bis 23 und dann die Periode, wenn man zum Beispiel beim ersten Handelstag reingeht und bis zum vierten Handelstag in der Position bleibt, dann generiert man insgesamt $11.150 Gewinn. Wenn man hier draufklickt, man möchte zum Beispiel sehen, wie die Gewinnverteilung ist, man klickt einfach hier auf die Zähle und unten sieht man die detaillierte Statistik. Man sieht zum Beispiel, dass das Pattern ist, am ersten Handelstag im Juli den Markt zu handeln relativ stabil ist. Wir haben 76% Trefferquote, wir haben Average Profit von $340, also relativ geringen Drawdown. Wir sehen, dass das Pattern hier relativ stabil performt, also in den letzten von 2013 bis 2020 nur ein Jahr, und zwar 2019 war ein negatives Jahr, 2020 war schon wieder ein Gewinnjahr, und wir sehen auch hier den Equity-Verlauf. So, das gleiche kann man hier für jede Zähle machen. Das heißt, wenn man sieht zum Beispiel, okay, der Gewinn bis zum sechsten Handelstag, im ersten Handelstag rein und bis sechsten Handelstag in der Position zu bleiben, wenn man da drauf klickt, dann sieht man auch hier die Statistik dafür, also insgesamt Gewinn von 15.800, Average Profit $929, Drawdown hier 2251, auch 17 Jahre wurde ausgewertet, 12 Jahre davon waren Gewinner, 5 Verlierer, und wir sehen auch, dass das Pattern hier in den letzten Jahren sehr stabil performt. Bitte beachtet auch, das ist hier eine Beta-Testing-Version, das heißt, wir müssen einfach durch die Hilfe der User feststellen, ob wir irgendwelche Fehler haben. Wir sind dabei auch, das alles zu prüfen, zu vergleichen, um wirklich die hohe Qualität der Daten zu liefern und auch zu sichern. Dennoch können wir alle Fehler nicht ausschließen und hoffen auch, dass durch die Benutzung und euer Feedback wir hier einige Fehler, die auftreten werden, auch beheben können. Hier hat man noch die Möglichkeit, das Ganze halt in Prozenten darstellen zu lassen. Also für diejenigen, die dann halt in Prozenten denken, kann man auch das Ganze hier in Prozenten berechnen lassen. Und hier läuft das gleiche Spiel. Wenn man draufklickt, dann bekommt man unten hier detaillierte Aufteilung der Gewinne nach Jahre und die wichtigsten Kennzahlen. So, ich switche jetzt zurück zur Präsentation, in der wir aufzeigen, welche Trades wir im Laufe der Woche gemacht haben. So, wir haben zuletzt Nasdaq 100 besprochen, also selben Trade machen wir auch auf dem kleinen Konto. Da sind wir mit einem Mikrokontrakt im Markt und warten hier, was mit der Position passiert. Wie ich vorhin aufgezeigt habe, haben wir hier einen guten saisonellen Auswucher nach oben und wir gehen davon aus, dass er sich hier entfalten wird und wir hier unser Gewinn bis 23.07. noch realisieren können. So, die Woche schließen wir mit einem gut diversifizierten Portfolio. Wir haben bei uns in Portfolio Nasdaq 100 E Micro auf dem Hauptkonto 3 Kontrakte, auf dem kleinen Konto 1 Kontrakt, Silber 2 Kontrakte auf dem Hauptkonto und Soybeanöl 10 Kontrakte Long auf dem Hauptkonto. Insgesamt haben wir hier einige Buchgewinne. Ob wir diese Buchgewinne nächste Woche halten können, das werden wir sehen.
und werden dann auch wie immer an den Sonntagsergebnissen aufzeigen. Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Trading-Woche und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder.